Morgen. So, der Gabri und ich, wir sind heute mal ganz spontan in der Früh zum Gardasee gefahren. Es ist Freitag, verlängertes Wochenende, wir machen hier zwei, drei Touren. Jetzt sind wir gerade in 9:30 ist es, jetzt sind wir gerade in Riva angekommen. Und ja, packen wir unsere Räder und auf geht's. Und Gabri, hast du Bock? Ja, geil hier, hola. Herrlich, wunderbares Wetter, es ist warm. Jetzt schon 15 Grad um 9:30 in der Früh. Herrlich. Herrlich. Erste 20% Steigung. Jawohl, Gabriel holt den Komp. Geiles Wetter, geile Tour! Ich fürchte, jetzt hat der Spaß ein Ende, jetzt geht's nach oben. Lago di Volvestino da hinten. Ist die Straße der Hammer oder ist das Wahnsinn, oder? Schaut euch das so an. Fahrradweg mitten in den Fels gehauen, über der Schlucht. Gigantisch. Eines der geilsten Sachen, was ich hier jemals gefahren bin. Also ja. Das ist wie der Grand Canyon hier. Das ist echt der Wahnsinn. Sprachlos. Ich glaube hinten noch mit dem Monte Bondone oben. Ach, da oben, ja. Im Hochsommer.
jetzt auf den Passo Duron hoch. Am Anfang war der echt steil. Das hat zum Glück ein bisschen nachlassen. So, jetzt sind wir am Passo Duron oben. Der war jetzt nicht so ohne. Ja, da hast du recht. Ja. Ein paar Rampal hat er drin gehabt, aber. Gerade am Anfang, der war sehr steil. Ja, aber alles gut machbar. So, da geht's weiter Richtung Gardasee. Die letzten 10 Kilometer fahren wir jetzt Richtung Süden, ein brutaler Gegenwind. Ist echt zum Glück geht es jetzt bergab Richtung Riva. Aber selbst bergab bei 6% muss man treten. Ist brutal. Da hinten sieht man den Monte Baldo. Rechts daneben ist der Gardasee. Jetzt haben wir es bald. Dann gibt es was zum Essen. Ich habe einen Kohldampf. Bis gleich. So, da sieht man schon den Lago. 9 Kilometer Straße entfernt. Genau. Bergab, zum Glück. Zum Glück, genau. Und wir haben so einen Kohldampf. Wir freuen uns so jetzt auf eine Riesenportion Nudeln. Zwei Spaghetti Carbonara. Spaghetti Carbonara, genau. Und am Abend eine Pizza. Ja. Genau, bis gleich. Und vielleicht noch einen Eisbecher. Klar. Der Hammer hier, das ist unglaublich. Und was sagst du zur Tour? Perfekter Auftrag, geiles Wetter, geile Tour, coole Leute. Also ich finde auch, das war echt klasse. Das war eine der schönsten Touren, die ich jemals gefahren bin. Ja, und vor allem die Abfahrt. Das war auch die geilste Abfahrt, die ich jemals gefahren bin. Super, genial. Und guckt euch das an. Jetzt sitzen wir hier mit einem Finisher-Bier. Hier direkt am Lago. Die Wellen, das ist wie am Meer. Und die Sonne brennt mit über 20 Grad. Und daheim in München ist Schneeregen. Das ist einfach gigantisch. Ja. Ja, aber wir sind doch 2 Tage hier und werden morgen eine wunderschöne Tour fahren und am Sonntag eine wunderschöne Tour und das Wetter bleibt so und wir sehen uns morgen. Ciao, ciao. Prost.